Sie sprechen von Barbarei. Wer sind die Barbaren genau? Können Sie uns die mal nennen? Barbarei ist, was in Aleppo und um Aleppo, nicht nur in Aleppo, aber dort ganz besonders augenfällig geschieht. Ich will Ihnen angesichts der Bilder und Berichte aus Syrien für die Bundesregierung Folgendes mitteilen. Die Bundesregierung verurteilt die fortgesetzten heftigen Kämpfe in und um Aleppo am Wochenende mit vielen Toten, vielen Verletzten auf das Entschiedenste. Wir können uns der Wertung von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, die er am Wochenende traf, nur anschließen. Was wir derzeit in Syrien, insbesondere in Aleppo, erleben, ist Barbarei. Sie sprechen von Barbarei. Wer sind die Barbaren genau? Können Sie uns die mal nennen? Barbarei ist, was in Aleppo und um Aleppo, nicht nur in Aleppo, aber dort ganz besonders augenfällig geschieht. Da sind Kriegsverbrechen zu beklagen, also erhebliche Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Dafür gibt es ganz klare Definitionen, Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, ebenso wie der Einsatz verbotener Waffen oder Kriegsmethoden oder Angriffe, die sich gegen Personen, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge richten, die an einer humanitären oder friedensschaffenden Mission beteiligt sind. Also diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sind aus unserer Sicht auch der Barbarei schuldig und der Kriegsverbrechen. Wer ist das genau? Und Sie sprechen beim UN-Hilfskonvoi, haben Sie auch Russland genannt. Weiß die Bundesregierung schon, ob Russland für den Angriff verantwortlich war? Und wenn ja, woher? Ich habe über die Gesamtheit dessen gesprochen, was derzeit in und um Aleppo zu beklagen ist. Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die gezielten Angriffe auf die Büros der syrischen Weißhelme, der Einsatz von nicht erlaubten Waffen und so weiter. Die Bombardierung eines humanitären Hilfskonvois gehört tatsächlich in dieses Bild. Und darüber ist ja an dieser Stelle schon ausführlich gesprochen worden. Sie wissen also nicht, wer für den UN-Hilfskonvoi-Angriff verantwortlich ist? Die Bundesregierung hat keine eigenen gesicherten Erkenntnisse über die in der Öffentlichkeit bekannten Hinweise hinaus, die in der Tat auf eine Verantwortung des syrischen Regimes hinweisen. Also erstmal, Herr Lange, glaube ich, haben Sie von dieser Regierungsbank nicht die Behauptung gehört, dass Russland für Kriegsverbrechen schuldig sei, sondern es war die Rede davon, dass diejenigen, die das, was da geschehen ist, mit dem humanitären Konvoi und anderes, dass die sich Kriegsverbrechen und Barbarei schuldig gemacht haben. Herr Schäfer hat ja gerade gesagt, wir sind uns durchaus bewusst, dass es auch andere an diesem Bürgerkrieg Beteiligte gibt. Al-Nusra ist genannt worden, von denen Gräueltaten ausgehen. Das ist leider ja auch ein Faktum. Wir haben uns in der Erklärung heute hier auf die Verantwortung des syrischen Regimes konzentriert und die Co-Verantwortung seines wichtigsten Unterstützers, Russland. Denn das ist auch klar, das syrische Regime hat mit seinen unaufhörlichen und immer wieder neuen Angriffen auf Aleppo, auf die Zivilbevölkerung dort, natürlich Fakten geschaffen, die den dringend notwendigen Übergang in den politischen Prozess, in den Gesprächsprozess leider derzeit unmöglich machen. Und da müssen wir ansetzen, auf Russland hinzuwirken, dass es seiner Verantwortung nachkommt gegenüber dem syrischen Regime. Zusatz? Herr Schäfer, wenn Sie von skandalösen Taten sprechen, haben Sie jetzt nicht die Taten von der Anti-ISIS-Koalition angesprochen? Hat die Anti-ISIS-Koalition in den letzten Wochen keine skandalösen Taten vollbracht? Die Anti-ISIS-Koalition hat in den letzten Monaten, zum Glück für uns alle, sie eingeschlossen, große Fortschritte im Kampf gegen den Islamischen Staat erreicht, in Syrien wie im Irak. Und Deutschland ist weiter engagiertes Mitglied in dieser Koalition, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass der Islamische Staat besiegt werden muss und auch besiegt werden kann. Und wir werden uns in unseren Bemühungen davon nicht abhalten lassen. Und zwar im Interesse der Menschen, die in den Regionen leben, ob in Syrien oder im Irak oder in anderen Teilen der Welt, in denen sie das Unglück haben, unter der Herrschaft des IS zu leiden.
Es ging um den Angriff auf syrische Regierungstruppen, wo die Anti-ISIS-Koalition eben nicht ISIS bekämpft hat. Ja, aber Sie wissen auch, dass es zu diesem Angriff Stellungnahmen sowohl amerikanischer Regierungsvertreter als auch, wenn ich mich recht erinnere, des australischen Premierministers gab, die ihr tiefes Bedauern über diesen Angriff ausgedrückt haben. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.